Ah, er lädt, er lädt. Jetzt funktioniert's. Okay. Hallo und herzlich willkommen zur 6. Folge Estronias. So, wollen wir erstmal wieder raus aus unserem Habitat hier. Ja, ich muss gestehen, ich bin mir im Augenblick nicht so ganz im Klaren, was wir das letzte Mal gemacht haben. Eine Fahrzeugbucht haben wir gebaut. Die wollen wir hier erstmal in Sicherheit bringen. Und ich meine, wir hatten gesagt, die packen wir hier hin. Hier irgendwo. So, ja, der Tank ist leer. Dann laufen wir doch erstmal und holen mal wieder so ein bisschen Erde. Gut, da kommen wir jetzt sogar wieder durch. Ja, Sinn des Ganzen war aber eben ein bisschen Boden zu kriegen, damit wir das hier einebnen können. Von wegen Fahrzeugbucht aufbauen und so weiter, brauchen wir natürlich auch ein bisschen Platz für. Gut. Ja, das war das eine. Da hinten sehe ich was zum Forschen. Na, wo ist unsere Forschungsstation? Bin ich wahrscheinlich genau falsch rumgelaufen? Nicht gefahren. Ja klar, hier auf der Seite steht sie. So, und auf geht's. 898, jo. Hört sich gut an. Und es wird schon wieder Nacht. Ja, wir brauchen hier die Plattform. Dafür brauchen wir zweimal Harz.
So, wie viel haben wir denn? Ne? Fast voll. Ist voll. Gut, dann können wir das mal wieder auffüllen. Wenn ich das richtig sehe, haben wir noch nicht mal eine Harzprobe. Das heißt, wir brauchen definitiv überhaupt erstmal Harz, um überhaupt was machen zu können. Das hatte ich jetzt so nicht mehr in Erinnerung, aber okay, dann ist das so. Hier jetzt in die Höhle rein. Nee, das hatte ich nicht gesucht. Hier war das Ding. Gemisch. Gemisch ist ja schon mal sehr gut. Wir müssen jetzt nur den Sauerstoff im Auge behalten. Ups, ich merke das jetzt erst. Schnell zurück. Los, lauf, 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 du bist fast dran. Oh nee, ne? In dem Moment, wo er die Verbindung hatte. Ich sage ja, das, was mir wirklich fehlt, sind diese Warnungen, die er mir vorher ausgegeben hat, jetzt aber nicht mehr. Finde ich ein bisschen eigenartig. Und was ich auch ein bisschen eigenartig finde, das fällt mir jetzt erst auf, dass vom Spiel her so gut wie gar oder überhaupt keine Geräusche kommen. Moment, das muss ich mir doch mal eben auch kurz angucken hier. Ja, alles auf Null. Warum ist hier alles auf Null? Mit der Einstellung ist auch noch nicht so gut geregelt, dass man hier ewig drauf rumklicken muss. So und ja, ist immer noch ein bisschen wenig, aber ich denke mal, wenn ich das jetzt so sehe hier von den Einstellungen her, Minimum 50.
muss ich das einstellen. Da ist er. Ups. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir das wiederfinden, wo wir da eben waren. Und diesmal aber bitte überleben. Da ist nichts mehr. Okay. Und zurück. So, gleich direkt mal wieder ein paar Verbindungen bauen. Und ein Lager. Macht ja auch durchaus Sinn. Aber wie gesagt, was uns fehlt, ist Harz. Da ist doch Harz. Das war es anscheinend schon. Okay, und ab zurück. Ah, ich glaube, die Geräusche können wir aber doch einen Tick lauter machen noch. Stellen Sie mal auf 40. Mal gucken, ob das dann in Ordnung ist. Und ja, hier zeigt er, der Bug ist auch noch nicht weg. Hier zeigt er immer noch Gemisch an, obwohl ja hier definitiv nichts mehr ist. So, wir müssen jetzt auf jeden Fall erstmal einmal Gemisch. Einmal Harz da hinsetzen, damit wir da das sicher haben. So, die große Plattform wird gebaut.
Das war. Hey. Das mit dem verbinden. Das mit dem verbinden und schon passt das. So, dann können wir jetzt hier die Fahrzeugbucht. Nee, das gefällt mir so nicht. Sorry, aber wir haben da so einen großen Bereich frei, dann sollten wir den vielleicht besser nehmen. Und nun lauf doch da durch. Hallo, guck dahin. Guck dahin. Nein. So, das nach außen gedreht und dann. Gut. Handelsplattform. Großer Schredder. Das sind die verschiedenen Plattformen. Finde. Kleiner Rover. Drei Sitzer brauchen wir nicht. Wir spielen im Augenblick ja alleine. Der kleine Sauerstofftank, den nehmen wir. Kleine Batterie, die wäre auch sinnvoll, ja. So, Solarmodul und Wind und so weiter. 3200, 2500, also wir brauchen reichlich Forschung. Ist der da jetzt schon fertig mit oder... Wie weit sind wir jetzt hier? Wie schnell geht das? Der ist tatsächlich fertig. Das heißt, wir brauchen wieder was zum Forschen. Okay, aber jetzt geht's hier mal weiter. Kleiner Rover können wir, mehr geht nicht. Dafür brauchen wir zweimal Gemisch. So, nochmal ein Lager, damit wir dann hier am Fahrzeugbucht auch ein Lager bauen können. Ja, und wir brauchen mehr Gemisch. Gut.
Wenn ich das richtig gesehen habe, sind das 5 Stück. Das ist doch schon mal sehr schön. Und dann basteln wir uns mal so einen kleinen Rover. Mal gucken, was wir damit anfangen können. Offener Einsitzer. Ja, mehr geht da nicht. Das ist also echt nur zum Hin- und Herfahren. Okay, Batterie ist leer. Das heißt, ich hole mir jetzt von da hinten einmal das Solarmodul. Und einmal das Windmodul. So, Solar und Wind. Wind auf die eine Seite, Solar auf die andere Seite. Und beides funktioniert nicht. Können wir das? Hier irgendwo anstöpseln. Oder muss da Hydrazin rein, also dieser Raketentreibstoff. Ich habe echt keine Ahnung. Nee, das funktioniert nicht. Er lädt, jetzt funktioniert's. Okay. Jetzt ist ein bisschen Wind aufgekommen, jetzt funktioniert das. Sehr schön. Ja, dann würde ich mal so sagen, in der nächsten Folge können wir dann mal eine Runde fahren. Ja, schön, dass ihr da wart. Mich würde es freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar. Vergesst es aber nicht. Bis dann. Tschüss.